Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Wir kümmern uns heute um unseren neuen Lieblingsfeind, der Elfenbeinturm-Abgrund-Dungeon oder auch Ivory Tower oder auch Voldes Dungeon genannt. Das Ding kommt mit 4 Gates. Gerüchten zufolge sind Gate 2 und 4 die knackigsten. Spoiler, es sind sie. Und ja, ich habe das Ding in der ersten Woche clearen können. Einen großen Dank geht natürlich an meine Zuschauer raus. Die haben noch einen Support gesucht. Ich war frei. Habe gesagt, hey, ich würde sehr gerne mit euch laufen. Was ich nicht wusste war, die hatten schon ein Clear davor. Also die gingen da nicht komplett blind rein, so wie meine Wenigkeit. Ich habe mir natürlich sehr viele Guides angeguckt, beziehungsweise ich habe mir die Guides sehr genau angeguckt. Und ich durfte auch bei der Homra-Gilde ein bisschen zuschauen, als die das Ding geprockt haben. Also Gate 4 geprockt haben. Weil die ersten drei, das war in Ordnung. Aber Gate 4, Gate 4 ist auch das Segment, was hier am längsten gedauert hat. Der ganze Run dauerte 1 Stunde 41. Das ist für einen Erst-Run gar nicht mal so lange. Wie gesagt, die hatten schon einen Clear, ich noch nicht. Dementsprechend wurde ich da mehr oder weniger mitgebusst. Wobei Bussen so eine Sache ist, weil hier müssen alle an einem Strang ziehen. Ja, Gate 4 konnte ich mir bei Homra gut angucken, konnte dementsprechend dann besser laufen, mich schon auf gewisse Sachen einstellen. Ich konnte mir schon die Counter-Patterns angucken, die ich trotzdem nicht getroffen habe. Weil rote Fläche, erster Reflex, ausweichen. Ich bin auch ein bisschen rumpepegert, ne, muss ich auch dazu sagen. Ne, aber so ist es halt. Neuer Raid, erstmal Abstand gucken, was macht der, von was darf ich mich nicht treffen lassen. Oder am besten auch, was bringt mich um. Gate 2 bringt dich konstant um. Deswegen nochmal vielen Dank an den Bonzer und Kollegen, dass sie mir das da auch nochmal so im Live-Gameplay zeigen konnten und auch teilweise erklären konnten, was wie funktioniert. Jedenfalls, Gate 1, was ihr gerade seht, könnte ich euch eigentlich jetzt durchlaufen lassen, weil da ist nicht viel passiert. Da ist, also, erster Try durch. Gate 1 ist eine Lachnummer. Also wirklich, das Ding ist eine komplette Lachnummer, das Ding hat zwei Mechaniken, also wirklich, es sollte nicht daran scheitern. Gate 2 mit dem Drachen, mit dieser ganzen Blutungsscheiße, ist tatsächlich das für mich Schwerste gewesen, weil ich halt sehr damit bemüht bin, als Supporter meine Gruppe am Leben zu halten. Ich muss auf sehr, sehr viel achten. Ich muss auf mich achten, ich muss auf meine Gruppenmitglieder achten, stärker als sonst. Weil normalerweise, ich mache ein Schild an, ich weiß, mein Teammates haben ein Schild. Diesmal muss ich aber wirklich darauf achten, so, wer wurde getroffen, wer blutet gerade aus, wer braucht dringend ein Schild. Wann machst du die Erweckung, wie machst du es mit der Aura? Bisschen stressiger gewesen, war aber auch jetzt nicht wirklich das große Ding, haben wir schnell hingekriegt. Gate 3, wieder etwas simpler, aber auch da ein paar Versuche gebraucht, ich musste reinkommen. Wie gesagt, Gate 1, No-Brainer, aber Gate 3, kurz reinkommen. Da habe ich erst einen Ping verkackt, hier mal was verkackt, sowas. Ein paar Sachen, die da beim ersten Mal passieren. Lag aber auch relativ schnell. Und dann, wie gesagt, Gate 4, wirklich das mit Abstand knackigste Gate. Es lag nicht am Damage, es lag nicht zwingend an den Mechaniken, es ist immer irgendeine Scheiße passiert. Mal ist jemand runtergefallen, seien es die anderen, sei es meine Wenigkeit, weil irgendwas nicht gemacht wurde. Der ein oder andere Konter gemisst, hier mal was scheiße gelaufen. Und dann diese Sache mit der Mechanik, mit diesen ganzen Spiegeln, ging eigentlich meistens gut. Wobei, ich glaube, das haben wir nicht einmal verkackt, ne? Weil es ist ziemlich simpel. Es sieht super kompliziert aus, aber wenn man es einmal oben in der Biene drin hat, ist das super simpel. Da kann eigentlich nicht schief gehen. Aber ja, war sehr, sehr schön. Vielen Dank, Jungs. Wir sind ja jetzt ein festes Team, deswegen ich freue mich schon auf den nächsten Mal mit euch. Und da möchte ich versuchen, auch aufgrund des Videomaterials, das ich habe, zu gucken, was kann ich besser machen. Gerade Positioning Gate 2 habe ich komplett verkackt, wirklich komplett verkackt. Das mache ich demnächst besser. Ich hatte noch drei Erweckungen übrig, die hätte ich gerne noch schmeißen können. Gate 3 sollte jetzt sitzen, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und Gate 4, gucken wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Genießt es. Es gibt keine Webcam. Nur dazu gesagt, ihr hört uns also nur quatschen und machen und tun. Und ja, ein ziemlich cooler Raid, finde ich.
sehr, sehr cooler Raid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und habt noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch wunderschöne Festtage. Ne? Lasst euch reich beschenken. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Und dann sehen wir uns im Laufe des Jahresabschlusses bestimmt nochmal wieder. Dann bin ich raus. Rein. Tschö. Die Augen hast du in den Gruppen, dass du in der Nähe bist. Komm, Schiff, wenn du so 8 Uhr hast. Wenn ihr ein Schild braucht, sagt bitte Bescheid, ja? Ich weiß nicht, wie gut es mir möglich ist, darauf zu achten. Wenn er seinen Schwanz rauszieht, macht es auch nochmal Schaden? Ja. Aua. Der wird jetzt safe fail. So, ist gleich Counter. So, ich sage, dass ich mein Gerät rufe. So. Ich hab mich amüsiert. Und jetzt ist Action, ne? Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir haben nicht 2 geworfen. Jetzt gleich erstmal machen. Du musst gleich ganz nah am Boss bleiben, du, dass du die Akku bekommst. Und dann einfach im Kreis rum, ne? Ja. Einfach im Kreis laufen die ganze Zeit. Kaitos ruft nach etwas. Hab ich. Einfach nicht in seiner Sicht stehen. Oh. Ist bei mir recht. Okay, du bist Boden. Warum bist du überhaupt zu mir gekommen, okay? Achtung, er hat's rausgefunden. Ich geh wieder nach rechts, BK, geh du nach oben oder so. Das ist halt unten. Ruft nach etwas. Da oben rechts ist ein anderer. Einer sucht ein rechts. Okay, das ist nicht deiner, das ist der linke. Da ist er schon. Sieht man, wo die spawnen? Ja. Hat einer gleich eins ab? Kannst du gleich eins werfen nach dem Counter 7? Kann ich machen. Also erst wenn der Stagger aufgeschafft ist, ne? Ja. Also erst wenn der Stagger aufgeschafft ist, ne? Jetzt kannst du löschen. Naja, hast du zu früh gemacht. Ah, fuck. Ich hab gesagt nach dem Stagger. Ja, ich hab verpennt. Die Gerd bekommen. Man muss nach oben zu 12 gehen, Drew, und entweder countern oder um ihn drum herum laufen. Einfach die ganze Zeit im Kreis laufen. Ja, ja. Wir kommen. Jetzt mussten wir wieder binden, ne? Erst noch ein Counter. Der eins ist dran, der muss noch eins draufwerfen gleich. Ich hab keins. Noch ein Stagger. Jetzt. Ich werf. Dann ist gleich Destruction. Hat der das noch? Ist an seinem Kopf dran. Nee, hat nicht. Jetzt. Mitte? In die Mitte. Und danach, wenn du siehst, wo safe ist, drück einmal drauf, weil die Kamera wird so arsch, dass du da nicht gedrückt halten kannst zum Laufen, ne? Einfach einmal hinklicken und los. Ja, ich weiß. Der Wächter bereitet einen mächtigen Angriff. Noch nicht loslaufen. Nicht direkt loslaufen. Ja, warte, bis das Feuer vorbei ist. Eigentlich kann man schon loslaufen. Nee. Du bist von dem Feuer gewonnen. Ja, das Feuer macht dich nass. Oh, was ist denn das hier? Ah!
Digga, diese kleine Beefy jetzt mal weg. Und nach dem Stagger kommt direkt noch ein Pattern, also direkt rauslaufen. Ja, jetzt in die Mitte. Und sofort Dinger werfen. Sobald du es abpasst, werfen in die Mitte. Ja, er hat mich auch umgefahren. Digga. Ich hab jetzt keine mehr. Ich hab keine mehr. Ja, doch, ich hab noch. Ich hab noch. Oh, 85.000 Schaden. Easy. Sekunden ab, ja. Also bitte aufhören, mich die ganze Zeit umzuschubsen, du Kackler. Ja, das müsst ihr jetzt beide machen, weil ich hab dann... Ja, muss man aufhören zu chargen die ganze Zeit, das bringt so nix. Was ist das gleich Feuer? Bleib mal hier auf dem Ding stehen. Ich muss jetzt eigentlich springen. Ja, du musst jetzt auch den mit den Augen drauf krachen. Das müsste den eigentlich treffen sogar. Das ist... Was? Der stand genau drauf. Nee, da war ein Millimeter, glaube ich, draußen. Ja, das können wir restarten. Guck mal, da haben wir noch eins. Also auch zwei. Hast du noch eins? Ich habe noch zwei Stück, ja. In 4 Sekunden ist er ready. Aber er kann nicht treffen. Das müsste ihn jetzt aber treffen. Ja, hat. Ja, müsste nur noch das nächste aber treffen. Ja, warte. Ja, haben beide. Das war gestört. Und jetzt löscht ihn einfach aus. Junge, jeder hit 60 mir mit dem Blast. You're welcome. Was gedacht? Oh. Ah, Digga, Schild. Wie hat er dich denn da nicht gemittelt? Also mein Snap macht gerade 200 Mio. Ja, dass ich die ganze Zeit die Gaze hab, ist so nervig. Achtung. Böse. Ist so ab. Oh. So nicht gut, aber ich hab keine Pots mehr. Kann ich bitte die Gaze verlieren? Digga. Ich kann keinen Schaden machen. Ja, ich kann keinen Schaden machen. Ich hab die ganze Zeit die Gaze. Absolut nervig. Der kriegt einfach gerade 300% mehr Schaden. Ja, das ist krass. Nichts. Nur noch 7 Snipes-Karten, die alle zusammen. Ja. Ja, und der Weckung für dich. Digga, wieder fast 2 Bars verschwinden, ne? Aber bei jedem Skill. So, das Lane nochmal ist okay. Ja, was ist denn das für ein Bullshit, dass die Gaze nicht mehr wechselt in der letzten Phase? Das ist ja ultra dumm. Schießen! Man sieht hier was Letzte. Ihr müsst die Erste sein, oder? Meins ist das Dritte. Meins ist das Zweite. Ja. Ne, dann war meins das Zweite. Oh Mann. Ja, beim Ersten kam auch gar kein Ping, das war voll irritierend. Er könnte mein Fell gewesen sein, tatsächlich. Das war dein Fell, ja, tatsächlich. Warte. Gut, dass wir es das angesprochen haben. Unheilvoll, diese Säule. Es muss einen Weg geben. Links, rechts, links, oben, unten. Unten, oben. Links, rechts? Rechts ist dann hier. APK. Dann unten, dann oben. Oben, unten, hat er gesagt. Nein, unten, oben. Ich muss halt. Ja. Rush gegen. Ah, da lebst du noch. Ganz knapp hier aber. Oh, okay. Ja, da stand. Ich wurde eingekesselt, dann ist in der Mitte noch eins gedroppt. 6, 9, 12, 3. Aber Uhrzeiger sind. Ja. Hier waren so viele Steine noch im Weg, holy shit.
Ich bin froh, dass du das Ding schön hinten drin abgelegt hast, Alter. Ne, irgendeiner ist hinter die Säule gelaufen, wo ich hin muss, und hat dann da die blaue Scheiße abgelegt. Kann es auch vor der Säule sein. Ja, könnte ich, aber ich wollte lieber hinter der Säule sein. Ich pocke noch, Kollege. Ich spiel noch safe. Jetzt kriegst du einen Hittiger, dann wandelt er dich auch gleich danach. Ich hab 12 Stacks, wenn er mich einmal trifft, dann bin ich wirklich weg. Ich krieg 3000 Schaden pro Tick, willst du mich verarschen? Oh, Feuer unter meinem Arsch! Was denn? Nein, bitte schlag mir nicht. Das ist nur mit. Oh, dauert ein bisschen, bis er klebt, ne? Ja, cool, dass du so eine Druckwelle machst, die auch nochmal einen gibt. Spaß. Ja, das andere Pillar zerkracht wenigstens. Diese Stacks bekommt ihr gar nicht runter. Doch, wenn du schwimmen gehst, dann gehen die runter. Okay. Aber die willst du haben, weil die geben dir Damage Buff. Ja, aber deine Aufgabe als Supporter oder meine ist es halt, mit zu sorgen, dass die immer wieder Schild haben. Ah, nein, ach man! Ich hab's versucht, aber ich kann nicht direkt vor ihm stehen. Ich konnte es noch nicht sagen, weil ich es zu wenig gemacht habe. Nee, ich konnte halt nicht vor ihm stehen, weil der rusht dich doch erst um. Aufpassen, da kommt ein Laser. Geh mal raus aus mir! Ich werf eher die Whirlwind dann, ne, bei der Mac. Lass dich nicht von der Explosion erwischen. So, wo machst du off? Ja. Was? Ich hab grad 180.000 Damage bekommen. Kommt da noch mal was? Ja, was? Ich wurde einfach one-shotted. Nehmt mal einen Pot, ne? Ich hab gerade einen genommen. Oh, ich hab. Oh, das Schild hat gereicht, glaube ich. Ach, schon mit beides mal bitte nicht. Oh, da kommt drauf. Und löschen. Jetzt geht der Spaß erst wieder richtig los. Azaran. Ich liebe diesen Gast. Stich! Wie ist das kein Back-Attack? War einfach voll auf Frank, ey. Oh nee. Ich glaube, das ist auf You drauf. Ja. Natürlich hast du meinen Reaper-Snipe einmal gecancelt, obwohl das Push-Immunity hat, wenn du dich da drehst, ne? Boss! Aua. Oh, hier kann ich nicht in jedem Pattern drinne stehen. Nee. Oh, er hackt! Ah, der Orb ist gespawnt, ich versuch da durchzugehen. Ja, ich weiß auch mal. Oh. Okay. Achtung, Tür. Oh, ich bin jetzt mal. Counter. Das ist vielleicht wieder Max, ne? Nein, das Beste. Wir müssen einen Weg finden, sie zu zerstören. Ich bin von oben. Oh, ich hab. Da hab ich geschlafen. Was getötet? Ist auf You! Nee, das ist over. Da wurde ich gefickt. Die eine Tür ist, sind glaube ich zwei Türen nicht weg. Oh, aber der Stagger ist trotzdem. Im Paladin! Ich meine, wir können da dieses Mal zwei Teile saven? Nee, denk ich ja. Wir sagen Neustarten. Naja, das darum geht's nicht. Sondern? Und wir müssen auch gar keine saven, können auch die PS machen.
Schaffst du das? Ich hab ja nur 4 Stagger. Ja, ich hab auch nichts, ich hab grad nichts mehr abgehabt. Dann lass tauschen, dann ich hab 4 Stagger. Okay, das ist 1 ist real. Fake. Nee, das war real. Das war real, ja. Fly real! Hier ist real. Das kommt deine Juve? Ja. Bin gestochen. Real. 6 auf real. Und ich darf jetzt wahrscheinlich gar nichts machen. Nee. Nee, ich darf wirklich nicht machen. Oh Mann. Ich hab nicht für wen. Ich hab keinen 1 explodiert. Nee, ging noch. Easy. So, sie weit verstanden? Ja, ne? War eigentlich selbsterklärend. Ich dachte, wenn ihr das mit dem. Also ich habe mir am Anfang auch gedacht, Digga, das sieht komplizierter aus, als es ist. Reaper Scythe! Puff. Wir müssen ihn gleich gestaggert haben, ja. Wir sind kurz im Stagger. Ich bleib dann bei 60 fast draußen, ne? Weißt du, wann du dodgen musst? Ja, bevor das wird. Ich zieh's rein. Kann man sich das zunutze machen? Stabil, Bro. Ich will deine Arbeit machen. Auf, die erste Bewegung, die er macht. Ey! Da kommt noch ein Blau. Ich kann es nicht. Oh, ist eh weg. Sofort ist Fraction drauf. Ju, nicht vergessen. Wir sind gepennt. Ja, ich glaube, das ist over. Nee, Elias, weil. Ja, ich dachte, wir machen das so wie beim ersten Pattern, wo wir oben angefangen haben. Jetzt schon. Also ja, jetzt war Party-Number, aber beim ersten Pattern habe ich ja auch immer oben angefangen, deswegen war ich jetzt ein bisschen... Ja, okay, ja, stimmt. Ich hab oben jetzt... doch einfach die Party-Nummern kurz. Ja, warte. Der hat uns gleich so in den Kopf. Oh, hat aufgehört. Counter. Ich werde sterben. Nimm doch mal einen Pot, Digga. Ich wollte gerade den Pot nehmen. Das ist genau gleich low. Ja, no. Ja, wow. Ich hab mich auch weggedreht zum Kontern, wirklich. War auch meine erste Idee. Ja, kann nein, hab ich im Awakening gegrabt, der Hirn. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Ja, bin überall. Ich dachte, Mann. Das. Ich hab gesagt, das erste. Wo ist das überall? Und stehen so überall, ich hab einmal keine Zündung so nach unten, Digga. Ich wusste gar nicht, was jetzt los war. Ich hab das zweite. Jetzt alles hoch, was es gibt. Ja, locker! Zack! Hab ich nicht. Ich hab noch mein Bestet. Zu Glück ging das gerade ab. Ich lass mich grabben. Juge, geh weg. Ja. Juge, geh als erstes rein. Ja. Du musst vorhin stehen. Ja. Dann schnapp, mach das nicht, dann schnapp ich mit dir. So, ich schieb dich hier so rein. Oh, der nächste bin ich, ne? Jetzt? Ja, der nächste bist du. Oh, ne, es ist Kaleligos. Jo. Ja, warte kurz. Vorhin 1. Nein, 2. Ja, vorhin stehen. Jetzt. Erst beim dritten Mal, Jungs. Nicht beim ersten. Was? Also nach dem dritten Mal Bum-Bum meinst du? Ja, genau, weil sonst ist das ziemlich scheiße. Ich komm, 1, 2. Oh. Hab ich doch wieder neben geschossen, oder? Ich bin nur geworfen. Nee, du hast getroffen, ganz klar. Ja. Naja, süße. Kann ich dem hier auch draußen Schaden machen? Oder ist ja, kannst du, aber ich würde einfach dodgen. Du hast jetzt keine Damage Reduction. Schon. Kann ich wegfliegen? Das ist ja Betrug. Das ist wieder der richtige Boss, Alter. Kalinikos ist der größte Schwanzguardian, wenn es um das geht, wirklich. Ja, hast du noch was? Ja, ist gut. Hallo. Oh, er geht direkt in die Mitte. Ich lass mich grabben. Hey, lass du! Komm her! Dreht sich immer. Jetzt, Deckern. Mach die weg, alles drauf, los!
gewonnen. Oh mein Gott, war das knapp mit Harry. Er ist auch bald wieder genockt, ne? Dann können wir, wenn er genockt ist, löscht man, dann ist er tot. Ich wurde von den Igel, da sind drei Igel in mir gespawnt, alle 80k Damage gemacht. Wenn er genockt ist, hoffentlich hast du da was. Oh. Ja, wenn er genockt ist, hab ich was. Ich hab jetzt sogar schon was. Jetzt geht's ab. Dann schießt ihn einfach, scheiß auf den Orb. Jetzt hit. Ja. Die Igel machen nach dem scheiß Enhancement einfach 80k Damage, was ist das? Machen auch davor schon 50.